Ja. Diese Batterie hier, die ist jetzt wahrscheinlich wirklich komplett nieder. Also was heißt jetzt? Die habe ich schon so bekommen. Gedacht, die kann ich regenerieren, aber weder mit Megapuls noch mit Bedini, noch natürlich mit normalem Ladegerät. Ne, hier schwankt sie immer hin und her. Also da ist wahrscheinlich wirklich so nichts mehr zu machen. Na, gucken wir mal, ob wir daraus eine Kristall-Alauen-Batterie basteln können. Mal schauen, wie das geht. So, dann Schutzbrille und Schutzhandschuhe nicht vergessen. Ne? Schwefelsäure ist nicht unbedingt zu spaßen damit. So, gucken wir mal. Und schön lüften natürlich, ne? Schön Fenster aufmachen. Ja, ganz wichtig dabei, ne? Nichts davon kommt in den Abfluss. Alles schön zusammenspülen in einen Behälter, die diese Schwefelsäure aushalten. Und ja, dann ab in Sondermüll mit dem Zeug, aber nicht in Abfluss. So schaut es dann also aus in dieser Batterie. Ja, das sind diese Hüllen dafür. Und so schauen die Platten aus. So, na gut, dann können wir sie mal wieder zusammenstückeln. Jetzt ist sie fertig. Jetzt haben wir eine 8,4 Volt Batterie aus dieser kompletten Schrottbatterie gemacht. Ne? Ja, und mit der werde ich jetzt mein automatisches Hauslicht betreiben. Ja, hier mit Bewegungsmelder in Reihe geschalten. Irgendwo muss noch eingeschalten gehen. Ja, genau. Ja, und dann dürfte das eigentlich ein Jahr lang funktionieren mindestens. Vielleicht sogar noch länger. Na, schauen wir mal. Guckst du, wa?